das jetzt eigentlich doch sehen, aber. Fragen dabei. Deswegen auf jeden Fall bis zum Ende schauen. Let's go. Wir haben denselben farbigen Pullover. Dann siehst du jetzt raus, ja, nicht mehr. Vielleicht geht das auch weg, ist nur am Anfang, deswegen hat sich keiner beschwert oder so. Das geht so. Sehr, sehr geile Frage, echt nicht mehr. Und ich beantworte die jetzt auch so echt, wie es nur geht. Bin fertig, Digga. Ich bin wirklich fertig. Vor der Kamera, ne? Ich setz mich immer so hin. Ich mache auf den Happy, weil ich jetzt gerade im Moment Motor, happy wenn jetzt bin. Nur es einer gibt gar keinen Stress, ich muss gleich nicht zur Arbeit gehen. Mein Leben ist full Stress. Ihr seht das schon. Viele von euch haben gesagt, ey, du hast voll abgenommen. Ich schwöre, ich habe abgenommen. Augenringe sind ich auch schwöre, am Start. Digga. Ich bin blass. Ich schwöre, ich aber so abgenommen. Ist das wirklich, wenn du den ganzen Geil. Tag arbeitest und du denkst dir im Kopf, eigentlich habe ich natürlich gar keine Lust auf das, was ich hier gerade tue. Und dann bin ich wieder so, dann sag ich so wie jetzt, scheiß auf das alles, lass es einfach ignorieren. Fühl mich positiv. Und dann kommen manchmal diese Briefe morgens. Digga, was ich wieder für einen Brief bekommen habe. Wenn ihr einen Brief in dieser Farbe bekommt, dann wisst ihr, dass ihr Digga, richtig am wenn Arsch ihr Brief seid. Bekommt, weil das heißt einfach nur, Digga, guck auf jeden Fall diesen Brief an, der ist wichtig. Das hier zum Beispiel hat mich fast K.O. genockt, Digga, weil... Entschuldigung! Ich möchte dir gerne ein Spiel vorstellen. Was ist das eigentlich, ist das eine Aufnahme? Finanzamt, danke für die 1 Euro. Und zwar möchte ich ein riesiges Dankeschön an euch aussprechen. Ich habe ja gesagt, wenn genug Zuschauer sich die App runterladen. Ja, Bro, du brauchst hier einen Cent und es ist eh besser, als den Freesub gammeln zu lassen. Dankeschön, ey. Ich empfehle, dann kann es dazu kommen, dass ich eine längerfristige Kooperation bekomme und das ist hier geschehen. Dickes Danke an euch. Ich weiß, die meisten von euch haben schon von Raid Shadow Legends gehört, sei es von meiner letzten Kooperation oder einfach, weil es zu den Top 3 Spielen im Google Play Store gehört. Wirklich extrem beliebt. Das Spiel innerhalb der letzten 6 Monate 15 Millionen Mal runtergeladen. Ich bin einer davon. Viele von euch gehören auch schon dazu. Aber worum geht es bei Raid Shadow Legends? Das ist ein rundenbasiertes Online-Rollenspiel und der Hauptfokus liegt darauf, Champions zu sammeln. Es gibt mittlerweile schon über 400 Stück. Die Charakter sind alle unnormal detailliert und es gibt auch verschiedene unnormal, Arten natürlich. Ja. Also ihr könnt Orks sammeln, Ritter, Elfen, Untote oder sogar noch mehr. Richtig geile Story auch. Nicht einfach nur so hingeschrieben, sondern wirklich komplett vertont. 13 verschiedene Standorte, wo du dir deine Base aufbauen kannst. Und natürlich, man kennt es aus anderen Games, Clan-Kämpfe. Also mit Kollegen macht jedes Spiel nochmal mehr Spaß. Das Beste daran ist, und darauf achte ich auch wirklich immer, bevor ich eine App empfehle, die lohnt sich, weil die ist kostenlos. Ja, okay. Auch den nächsten... Naja, diese... Er achtet drauf, dass die gut ist. Ja, die ist gut, die ist kostenlos. Ja, ich meine, jede kluge App ist kostenlos, weil man mit Ingame-Käufen deutlich mehr verdient, als wenn du halt einen Preis von 99 Cent nimmst. Also, welche spielen überhaupt wirklich Handy-Games? Muss los. Ja, ich, keine Ahnung, ich tatsächlich bin eigentlich sogar Fan so von Handy-Games. Das Ding ist, ich spiele halt selber keine, weil ich finde, es gibt einfach keine so richtig krassen. So, ich meine zum Beispiel dieses Rating oder so, das ist vielleicht ganz lustig, wenn man halt auf solche Spiele steht, aber es ist halt alles irgendwo auch minimal Pay-to-Win, mindestens mal, weißt du? Ich meine, ich würde auch Werbung dafür machen, ne? Ich mache uns keinen vor, aber trotzdem ist es halt in einem gewissen Maße dann trotzdem Pay-to-Win und dann habe ich halt schon keinen Bock, weil ich einen Spieler möchte, wo ich halt genau die gleichen Chancen habe, wenn ich halt nicht 100 Euro rein investiere. Und das gibt's halt einfach nicht. Ich habe auch mal... Was habe ich denn mal überlegt? Ich wollte mir auch mal wieder so RPGs holen. Ich habe früher mal auf dem Handy, das war noch ganz früher, irgendwie auf meinem Samsung Galaxy 3 oder so, habe ich mir mal, was habe ich mir denn da geholt? Ich überlege mal gerade. So RPG-Games und so geholt. Das war eigentlich auch ganz cool. Halt so richtige RPGs, sowas wie Zelda halt, ne? Und das war eigentlich ganz lustig. Legendären Champion jagen, der gerade rausgekommen ist. Wir könnten Missionen erfüllen und dadurch wie lange auch geht das denn, Broke. Aber wenn ihr diesen Champion besitzt, dann seid ihr echt Endgegner. Und dann bekommst du, ich würde mich freuen, viel Glück und wir sehen uns in-game. Das hier zum Beispiel hat mich fast K.O. genockt, Digga. Weil das ist eine Strafe für eine Rechnung, die ich bezahlen musste, die ich nicht bezahlen konnte. Ich habe schon da angerufen und habe gesagt, hey, ich werde das bezahlen, nächsten Monat, alles gut. Aber ich muss jetzt eine Strafe zusätzlich zu der Rechnung zahlen. Und wenn ich die nicht zahle, steht hier drauf, bei Nichtzahlung kann Erzwingungshaft beantragt werden. Und Zeit ist auch schon fast abgelaufen. Ich muss das irgendwie mit denen klären. Aber Leute, so weit sind wir schon. Die schicken mir so Mahnungen, dass wenn ich das nicht bezahle, dass ich ins Gefängnis gehen muss. Und ich denke mir manchmal schon so krank, wie ich in meinem Kopf bin, Digga. Dann habe ich wenigstens ein neues YouTube-Video. Scheiß drauf, 24 Stunden im Gefängnis. Ich hasse das, ich hasse das. Ich hätte so gerne jemanden, der sich um diesen ganzen... Vor allem, was ist das eigentlich? Also wenn er jetzt in den Knast geht, muss er dann das Geld nicht mehr zahlen? Sondern das ist halt quasi... wie soll man sagen, das ist quasi für, also das ist halt als, oh, wie heißt das denn, er muss es nicht mehr zahlen und dafür geht er halt in Haft eine gewisse Zeit, so, keine Ahnung, 50 Euro am Tag oder so. Weil das ist ja eigentlich dann sogar ganz klug, das zu machen, dann kriegt der Staat kein Geld und verliert sogar noch welches. Das ist eigentlich echt nice, ich würde es auch machen. So 50 Euro am Tag, so 2 Tage Knast oder so, ich meine, dann, oder eine Woche, ich würde, glaube ich, eine Woche in den Knast gehen, glaube ich, das kostet, glaube ich, relativ viel, eine Woche kannst du machen, das ist auch eine geile Erfahrung halt irgendwo, ne. Ja gut, die Tagessätze stimmen, aber, ich dachte, dass es jetzt um die Steuern geht. Alles würde ich machen. Halb so wild sind nur 13.000. 3 Monate und die sind abbezahlt. Ah, mal gucken. Es sind, glaube ich, sogar irgendwie 14.000. Ich habe den falschen Betrag genannt, aber
Ja. Nächste 19. Ja, nee. Kram kümmert, aber das ist Zukunftsmusik. Ich will nicht wieder in so eine Downphase verfallen, weil es einfach zu viele schöne Seiten auch an diesem YouTube-Business gibt und ich habe gerade richtig Bock drauf, sag ich euch ehrlich. Aber es ist manchmal hart, Digga. Zum Beispiel beim letzten Video hatte ich eigentlich gar keine Motivation. Ich hatte aber eine Deadline für das Product Placement und ich muss die gerade machen, Digga, ob ich will oder nicht. Ich sag dir ehrlich, ich finde dieses ganze Geldthema einfach so hässlich und das Problem ist, dass das mich einfach die ganze Zeit umgibt, weil ich hasse dieses Thema. An der Stelle möchte ich auch noch einmal kurz was zum Spendenlink sagen. Thema. Und zwar, Leute, ist das, wenn ihr mir über diesen Link Geld spendet, dann ist das für mich nicht so, als würdet ihr mir Geld spenden. Also vom Wert her natürlich, ich bin euch unendlich dankbar, weil Geld ist Geld. Aber es ist im Endeffekt Zeit, die ihr mir schenkt. Für mich ist nichts wertvoller als Zeit. Deswegen bin ich euch auch so dankbar. Auch wenn ich jetzt Product Placement... Es schallt und rauscht. Also eine bessere Qualität gibt es einfach nicht. Ich mache in den nächsten Tagen noch ein Video darüber, wie viel ich mit den Product Placements verdient habe. Dann kriegt ihr mal einen Einblick, wie das so ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Gespannt. An sich geht es mir gut, aber ich habe auch auf jeden Fall meine... Keine Ahnung, ich kann mir halt auch gar nicht so richtig vorstellen... Dann haben Casefig und du jetzt ein Thema, worüber ihr da sprechen könnt. Also ich weiß von einigen Insidern, das habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, also Casefig, der wäre froh, wenn es 13.000 wären, also da kannst du nochmal auf jeden Fall ordentlich was draufhauen. So. Ja, ich weiß, ich finde immer so normal Spenden sammeln jetzt wirklich über so einen Spendenlink, den er hier wahrscheinlich dann irgendwo hat, ja über Tippi-Stream, ich weiß nicht. Ich finde das jetzt einfach so, du machst Videos und zusätzlich sollen die Leute Geld donaten, finde ich, kommt immer komisch. Ich finde, man sollte dann halt schon sowas wie Stream oder so, dass du halt Zusatzcontent irgendwie dafür bietest. So, das finde ich halt auf jeden Fall besser. Sorry, aber man kann sich als YouTuber doch nicht beschweren, dass man kein Geld verdient. Eine Selbstständigkeit ist auch immer ein Risiko verbunden. Okay, das war jetzt überhaupt gar nicht das Thema. Ja, und ja, deswegen, also bei Dings... Ja, bei Altana ist es halt, bin ich auf jeden Fall echt gespannt, wie viel Geld er für die Placements kriegt. Früher war es ja so, da haben die ganzen Firmen immer nur drauf geachtet, wie viele Abonnenten du hast, aber die sind halt auch, die haben jetzt umgeswitcht, ne, die achten jetzt auch sehr viel darauf, dass, wie viel Klicks du halt hast und von den Klicks her denke ich halt maximal 2000 oder so würde ich dem geben. Schwierig, aber vielleicht hat er auch gut verhandelt oder ein gutes Management oder so. Eine Downphase, nur ich ignoriere die. Alles läuft bisher, lass uns jetzt nicht mehr stoppen. Wie ist KSG überhaupt insolvent gegangen? Hat er doch gesagt, ne? Die haben sich einfach keine Gedanken darüber gemacht. Weißt du, aber ich finde auch, Altana hatte halt ganz recht. Das Ding ist halt auch einfach mit dem Geld so, ich meine, Geld alleine macht halt nicht glücklich, aber es ist schon geiler, einfach sorgenfrei zu leben. Weißt du, und das ist halt auch so der einzige Grund, warum ich zum Beispiel so eine Bibi oder so ein Unge halt so, ich sag mal so, beneide. So, weil die verdienen einfach so viel Geld, die können gar nicht mit den Steuern so zurückfallen. So, überleg mal, wenn du jeden Monat so 200.000 Euro einnimmst, plus wenn du ein Placement hast, nochmal 200.000, Digga, wie willst du 400.000 Euro im Monat ausgeben? So, es ist nicht möglich. So, weißt du, dann die ersten ein, zwei Monate, wo du die Einnahmen hast, klar, dann holst du dir vielleicht ein neues Auto, vielleicht ein Haus oder so, weißt du, das ist halt richtig cool, aber danach, du kannst gar nicht so viel Geld ausgeben. So, was willst du dir jeden Tag 10 MacBooks holen oder was? So, das ist halt, das ist schon echt krass, finde ich zumindest, so, ne, und, ja, deswegen, ne, es ist halt echt, es ist einfach befreiend so. Also bei mir ist zum Beispiel auch so, also bei mir ist es jetzt ja nicht so schlimm halt mit den Schulden. Also wie gesagt, wer das Video nicht gesehen hat, also so 13.000 ungefähr und 3.000 bei der Stadt, aber sind auch nicht Schulden. Das ist halt, ja, theoretisch sind schon Schulden, aber da ist noch nichts passiert bisher, weil es auch erst seit 10 Tagen oder so. Und ja, bei mir geht es halt auch, ne, aber ich bin dann auch froh, wenn das halt weg ist und man wieder so nach vorne gucken kann und sein Geld mal woanders hinstecken kann als zum Finanzamt. Das ist halt echt heftig. So, ja, und dazu muss man sagen, hier irgendwer hat noch was hingeschrieben, 15.000 pro Video, 2K, ich glaube eher 500, nee, dann hast du einfach keine Ahnung, Mann. So, dann, sorry, dann weißt du einfach nicht, wie das Game läuft. Draußen, wenn du diesen Downtag hast, ignorier, Digga, geh einfach deinen Weg. Wo würdest du hin? Arbeitest du noch neben YouTube? Nee. Also wenn du meinst, wo ich jetzt als nächstes gerne hinziehen würde, dann wäre das auf jeden Fall Hamburg oder Berlin. Einfach aus dem Grund, weil ich da am meisten Business machen kann und auch viele Leute kenne. Dann bin ich nicht mehr so einsam wie hier in Münster. Und wenn wir aber von meinem gesamten Leben, also von meinem Lebenstraum sozusagen sprechen, dann muss ich auf jeden Fall ins Ausland. Das habe ich mir fest in den Kopf gesetzt. Die Denkweise in anderen Ländern ist oft ganz anders. Stressfreier, nicht so hektisch und die Menschen sind besser gelaunt. Und ich brauche sowas. Ich schwöre, ich könnte in irgendein Dorf leben, Digga. Keine Ahnung, vielleicht geht's für mich irgendwann nach Thailand. Übertraum wäre Japan. Thailand, und sonst weiß ich nicht. Irgendwo, wo es mit den Steuern besser läuft als hier. Aber Japan ist doch, die sind doch da nicht gechillt oder sind richtige Arbeitstiere oder so. Ich habe mal so eine Doku gesehen, dass irgendwie viele Ehepaare in Japan haben irgendwie nur zweimal im Jahr Sex oder so. Ja, wie komisch ist das denn? So, das passiert doch einfach oder nicht? Und dann nur so zweimal. Und klären die das vorher ab oder... hast du ein wenig Bange, wenn das Kind kommt, dass es wieder passieren kann? Plus das Kind noch? Nee. Also erstmal, das Kind kann man sogar steuerlich geltend machen. Also da kann man, glaube ich, irgendwie bis zu 8.000 Euro im Jahr sparen oder so. Das heißt, es ist ja nochmal ein Freibetrag, der halt draufkommt. Und
ich sag mal, mit 8.000 Euro kann man das Kind dann halt schon ganz gut durchbringen, denke ich mal, im Jahr. Obwohl, ja, vielleicht nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Entlastung, ne? Und Gina wird ja auch was davon bezahlen. Und ja, genau, deswegen. Und jetzt ist es ja bei mir halt auch einfach so, dass ich zwar jetzt halt zurückhänge, aber das ist ja jetzt halt noch für 2017, für 2018, sage ich mal. Und das Gute ist, dass ich für 2019 schon die kompletten Steuern bezahlt habe. Und ja, für 2020, das kommt ja erst, ne, da ja, fange ich ja dann jetzt an, nächstes Jahr halt erst an, das abzubezahlen. Aber da werde ich halt auch direkt, immer wenn ich Geld kriege, jeden Monat dann so 30% meiner Einnahmen einfach mal straight up ans Finanzamt überweisen, dass ich halt da dann keine Probleme habe. Das Ding ist, so, also bei mir ist es ja zum Beispiel passiert, weil ich 2017 war das erste Jahr, wo ich halt sehr gut verdient habe, also wo ich wirklich viel bekomme, also ganz gut verdient habe, so jetzt, ich habe jetzt keine Million gemacht oder so. Und du rutschst dann halt schnell rein, weil du halt auch gar nicht weißt, wie viel du dann halt zahlen musst. Oder hatte ich zumindest halt nicht so den Überblick, weißt du, jetzt kann ich das ja halt viel besser einschätzen. So, ich habe auch von Leuten gehört, so gerade in den ersten YouTube-Jahren ist das bei denen auch immer mal passiert, dass man halt zu weit hinten hang oder so. Und bei mir war ja halt noch das Problem, dass ich halt nie so den ultra krassen Hype hatte. Weißt du, ich bin jetzt niemand, der so Millionen Klicks pro Videos macht, wo man dann sagen kann, jo, das zahle ich halt in zwei Raten ab. Ne, sondern ich bin ja nicht mal YouTube-Partner auf Dings. Das ist dann halt traurig. Ich wollte fragen, was ist dein Album des Jahres? Album des Jahres, Digga, ich kann mich echt nicht entscheiden. Ja, dieses Jahr kein Album komplett gefühlt, sag ich ehrlich, sondern eher Singles, einzelne. Des Jahres wählen müsste, dann würde ich, glaube ich, Casey Rebels Album wählen, das dieses Jahr rausgekommen ist. Ich weiß aber leider gerade den Titel nicht mehr. Da war Neureich drauf, 30,6, Quarterback. Ich bin Neureich, deshalb wollte ich jeden Boss im Rap, Boss wie Quarterbacks, hol mir Cash, nie wieder ohne Cash. Was geht, Altana? Ja. Erstmal, vielleicht erkennst du mich ja wieder. Mich würde gerne interessieren. Ja, doch, die Kosten vom Anwalt kann ich halt absetzen, aber zum Beispiel Strafen oder sowas halt nicht. Also wenn ich jetzt verurteilt werde, zum Beispiel bei dieser, hier, wie heißt es denn? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Bruder, nicht sagen, seid leise. Warte, was wollte ich sagen? Genau, zum Beispiel Strafen, wenn ich jetzt verurteilt werde, ne? Was weiß ich, zum Beispiel dieses Volksverhetzungsding und ich muss 30.000 Euro zahlen oder so. Das kann ich dann wiederum nicht absetzen. Man kann es versuchen, das Finanzamt würde sich aber wahrscheinlich totlachen und dann halt direkt weg. Anwälte kann man doch auch direkt absetzen. Ja, also das Ding ist, du sparst ja, du kriegst ja halt keine 100% wieder. Nehmen wir mal an, du musst 100.000 Euro versteuern. Das sind dann halt, das ist deine Einnahmen so. Und da, du hast 1.000 Euro an Anwälte gezahlt. Da musst du quasi nur noch 99.000 Euro versteuern. Aber in diesen 1.000 Euro sind ja nicht 100% Steuern drin, sondern da sparst du dann halt, was weiß ich, 300 oder 400 Euro oder so. Ja, und oder 450 müssten das sogar sein. Und das heißt 550 musst du trotzdem aus eigener Tasche bezahlen. Also das ist, du setzt es nie zu 100% ab. Okay, und die Mehrwertsteuer kriege ich auch noch wieder, ne? Aber naja. Was für eine Serie du zurzeit schaust. Digga, wie geil. Der Top-Kommentar unter meinem neuen Video. Steuerschulden. Oder wie Unge es nennt, ich bin nur wegen des Wetters ausgewandert. Geil, Alter. Ehre auf jeden Fall. Wen du sie am liebsten schaust. Viele Grüße aus Erfstadt. Meine Lieblingsserie zurzeit, ganz Standard, 4 Blocks. Ich habe am Anfang richtig gehatet. Ich war komplett dagegen. Ich dachte, das gucke ich mir nicht an, deutsche Serie. Ich habe angefangen zu gucken, süchtig, komplett Sucht. Also ich kann das wirklich jedem da draußen weiterempfehlen. Auch wenn ihr Deutschrapper nicht mögt oder wenn ihr Deutschfilme nicht mögt, das ist gelungen, Digga. Ich sag, wie es ist. Und mit wem ich das am liebsten zusammen gucke? Mit mir. Leider habe ich keine Freunde. Was dir peinlich? Nee, ich find's schon fair, dass Leute, die deutlich weniger verdienen, auch deutlich weniger Steuern zahlen. Weil, sag mal, jemand, der 1.200 Euro verdient, den kannst du nicht 30% abnehmen, so. Ne, dann hat der ja kaum noch Geld, so, ne? 900, glaube ich, ne? Oder 800. 800 müssten das noch sein, ja, ungefähr. Halt, vielleicht 850 oder so. Ich finde aber persönlich, dass die Steuerlast einfach in Deutschland so hoch ist. Ich meine, guck mal, das Ding ist ja, du zahlst ja nicht nur diese Einkommensteuer, sondern dazu zahlst du ja noch Mehrwertsteuer auf alles, was du kaufst, dann Benzinsteuer, Kfz-Steuer. Also es ist ja wirklich, jeder Scheiß ist versteuert. Also insgesamt, du hast ja kaum was von deinem Geld, einfach weil egal, was du machst, du zahlst überall quasi mal mindestens 20% Steuern drauf. So, also das ist halt so, what the fuck, so, ne, also, keine Ahnung, das ist halt krass. Und ja, klar, das Land lebt halt davon. Aber wenn man auch einfach mal gut mit dem Geld wirtschaften würde, dann müsste man halt nicht so krasse Steuern einfach heben. Ich meine, andere Länder kriegen es doch auch hin. Dann wander aus. Bruder, ich wäre sofort weg, wenn ich nicht Gina und ein Kind hätte. So, kein Spaß, Alter. Wenn irgendwann die Beziehung vorbei ist, bin ich der Erste, der in Madeira sitzt. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, aber es gibt mein Leben halt einfach gerade nicht her, das Land zu verlassen, so. Ich wäre der Erste, der weg ist, Mann. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist halt. Ja, also Gina will halt nicht, so, weißt du. Ich wäre sofort, wenn Gina jetzt sagt, wir gehen nach Madeira, ich würde sofort hier alle Sachen verkaufen. Unge wird mir wahrscheinlich eine Wohnung holen. Das macht er irgendwie bei allen, dann wäre ich sofort weg. Ist halt aber auch Kacke mit Kind.
Weißt du, es ist halt echt kacke, so wenn das dann da in Madeira aufwächst. Dann haben wir ja trotzdem auch noch das gute alte deutsche Reinheitsgebot dann haben, weißt du? Boah, ich wäre, muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sofort weg, Mann. Und was mit unserem Sohn, der die Sprache nicht kann? Ja, siehst du, das ist ja gut, du kannst ihn direkt zweisprachig erziehen. Das ist ja eigentlich perfekt. Englisch oder unangenehm, dein Eltern... Du sprichst kein Portugiesisch und wir wissen alle, wie du Englisch sprichst. Digga, natürlich spreche ich Portugiesisch. Warte, ich mache jetzt hier den Übersetzer. Ich zeig dir mal hier. Okay, Deutsch. Portugiesisch. Hallo, mein Name ist Tim und ich bin hübsch. Okay. Hola, moin nome e Tim e oi so bonita. Bonita heißt hübsch. Siehst du das? Ich kann noch eine Vokabel. Bonita heißt hübsch. Das könnt ihr mir auch noch in 10 Minuten, könnt ihr mich das auch noch fragen. Freunden zu sagen, dass du jetzt insolvent bist, weil du hast ja vorher bestimmt ein bisschen anders gelebt. Das würde mich mal echt interessieren. Habe ich auch schon öfter gesagt, so richtige Kollegen habe ich nicht. Und die zwei, die ich habe, die übersetzen. Wussten schon von Anfang. Ja, guck mal, das Ding ist, man muss ja einfach sagen, ich zahle ja halt 30% Steuern. Habe ich ja gesagt, wenn ich nach Madeira ziehe und ich bezahle halt maximal 13% Steuern. Ich spare halt jedes Jahr über, ich habe euch ja gesagt, na, mein Steuerding war ja 35.000 Euro, die ich zahlen musste. Digga, ich würde 20.000 Euro sparen, jedes Jahr. So, das musst du dir mal überlegen, wie viel Geld das einfach ist. 20.000 Euro, die ich jetzt mehr auf dem Konto hätte. Beziehungsweise jetzt schon 60.000 Euro. Digga, das ist, keine Ahnung. Keine Ahnung, da haben wir halt, da hab ich ja, das ist ja so, das ist ja geschenkt. So, ne? Bescheid, die sind auch nicht gegangen, weil ich Schulden hatte. Wir hatten aber mal eine Gruppe von 5 bis 6 Freunden und von denen ist keiner mehr übrig. Also wenn ihr ein Video über das Thema Fake Friends wollt, schreibt doch jetzt in die Kommentare Hashtag Fake Friends. Ich habe da eine heftige Story zu erzählen. Na toll, von zeigt. Dem er was aber... Er schreibt Fake Friends im Titel, aber redet er nicht darüber, oder was? Nicht schlimm, meinen Freunden das zu sagen. Meine Mutter das Gleiche. Also ich habe es nicht von meiner Mutter geheim gehalten oder von meinen Freunden. Die einzigen, die das nicht wussten, sind alle anderen. Aber ich finde es jetzt nicht peinlich, weil ich sage ganz ehrlich, dieses Video, wo ich Real Talk gemacht habe, hat mir bis jetzt so viele Türen geöffnet. Ich bin der Überzeugung, dass es immer besser ist, ehrlich zu sein. Viele sagen so, ist doch voll peinlich. Jetzt weiß jeder, dass du insolvent bist. Bruder, wenn ich nach draußen gehe, dann sagen die Leute immer noch das Gleiche. Wann kommt das nächste Video? Guck mal, Gina, am klügsten wär's. Wenn wir nach Madeira ziehen und wenn du dann deine Ausbildung weitermachst, dann kommen wir wieder nach Deutschland für so ein halbes Jahr oder so, wo du dann halt deine Ausbildung beendest und dann gehen wir wieder ab zurück nach Madeira. So, und dann läuft das ja. Tim, auf Madeira zahlst du nur maximal 8%. Ach so. Und 10 Jahre lang gar keine Grundstücksteuer. Trotzdem würde ich nicht hinziehen. Die Insel ist noch nicht auf dem Schirm der Untersuchungen von Seiten der EU. Ja, ist doch super. Ist doch perfekt. Was willst du essen heute? Kommt Tanzverbot? Will er mitessen? Ich kläre das mal ab, ob der kommt. Ich weiß nicht, ich weiß selber nicht, was ich will, Mann, Bruder. Wann machst du wieder aktiv YouTube? Wann kommt der nächste Song? Sagt keiner so. Haha! Hey, Altane, wann kommt dein neues Lied und wie wird das heißen? Wann erwartet uns der Song von deiner Hörprobe? Warte immer noch auf den neuen Song. Bro, wie lange noch? Bro, Ladies and Gentlemen, Bro, die meistgestellte Frage. Schreib mal rein, was ich essen soll heute. Frage ever, wann kommt dein neues Lied und wie wird das heißen? Das heißt, wir müssen mein neues lassen. Lied kommt innerhalb der nächsten 1,5 Wochen, so viel ist sicher. Ich kann euch kein genaues Datum nennen, ihr kennt Spotify, bis das Lied dann online ist. Heißen wird es Maske oder alte Liebe oder Maske. Weiß es noch nicht, ich glaube Maske. Bist du gay? Tut mir leid, nein. Yo, peace, Alter. Mich würde erstmal interessieren, ob du eine Freundin hast. Der kifft doch, oder? Nicht, wie du so die Chicks wegen den Haaren. Machst. Also, ob du die auf der Straße ansprichst, so wie ein Playboy, oder ob du eher so der ruhigere Typ bist, der so auf Insta oder so einfach schreibt oder so. Zurzeit habe ich keine Freundin, aber ich habe auch wirklich keine Zeit dafür. Ab und zu kommt es dazu, dass ich mit Perlen ein bisschen länger schreibe, aber es kommt irgendwie nie zu einem Treffen, weil ich bin gerade eingespannt. Ich habe kaum Zeit und wenn ich dann denke, ey, ich muss jetzt ja, eine keine Ahnung, mach nichts, was gegen die Regeln ist, X-Gelex. Und ich kenne sie noch überhaupt gar nicht, dann denke ich immer in meinem Kopf, ja, okay, ich würde jetzt lieber arbeiten. Den. Ich habe Zeitdruck und ich denke mal... Boah, ich weiß nicht, ich finde das momentan irgendwie so schwer. Ich habe Hunger, aber ich weiß halt nicht so worauf, weil es gibt irgendwie momentan so kein so geiles Ding, wo ich sagen würde, ja, Mann, Digga, heftig. Lammertschuhen, ja, wir haben gestern schon bestellt, deswegen veganes Essen, das ist aber auch nicht so geil, ne? Boah, ich weiß nicht, ey. Nudeln habe ich auch erst gegessen. Lasagne, ja, Mann, Lasagne, ich habe echt eigentlich Bock auf Lasagne, muss ich sagen. Bruder, Lasagne wäre natürlich jetzt, drippt natürlich Thema ordentlich rein. Thema Freundin, das ist für mich erstmal ein bisschen weiter weggerutscht, weil ich mich komplett auf mich konzentriere und wenn mein Leben geregelt ist, dann weiß ich nicht, dann kann sich das ja nochmal ändern, aber ich habe echt keinen Bock, Digga. Jeder von euch weiß, was die letzte Beziehung mit mir gemacht hat. Ich brauche sowas nicht nochmal, Digga. Ich habe Angst.
Abwehrmechanismus. Bleibt mir alle fern, Digga. Ich muss mein Ding machen. Um aber die andere Frage auch noch zu beantworten. Also ich wäre schon der Typ, der auf der Straße zu einer Frau geht, wenn sie mir sehr gefällt. Wäre aber jetzt nicht der Normalfall. Also als Influencer, YouTuber hast du halt das Glück, dass dich wirklich die Leute anschreiben und da dann auch mal hübsche Frauen dabei sind. Aber wie gesagt, mein Fokus liegt zurzeit ganz woanders. Hey Altana, ich wollte dich mal fragen, ob mal wieder was mit ApoRed kommt. Weil ich meine, ihr wart früher zusammen oben. Jetzt bist du unten und er oben. Vielleicht kommt da mal wieder was. Wo ist ApoRed denn oben? What the fuck? ApoRed ist halt alles aber nicht oben. Zusammen, so. Musik, Videos. Der kann dir bestimmt helfen. Ihr seid noch, habt ihr noch Kontakt? Geiles T-Shirt, Bro. Du Jungs, bist jetzt kommt, jetzt haut mal kurz 3 Twitch Prime Subs raus, dass wir die 100 haben. Oder wenigstens OG, die 100, wenn man doch hinkriegen. Du hast das ganz alte Team Altana Shirt an. Die Frage wird mir tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt. Generell werden mir Fragen über andere YouTuber sehr oft gestellt. Warum hat Red den nicht geholfen? Warum hat KS den nicht geholfen? Warum hat... Weiß ich nicht. Leute, jeder Mensch auf dieser Welt ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich. Und ich verlasse mich lieber auf mich und auf danke, meine danke, Community Tom, und danke, Maximilian. Als irgendeinem YouTuber, Rapper und danke, oder Sips, siehst du, und sagen, hey, Altona. Ja, what the fuck. Wenn die machen wollen. Ja, wenn ich das sonst sage, kommt vielleicht so einer jetzt direkt so 4 hintereinander. Ehre, 5 Sierra Kings, dankeschön, Alter. Nice, Alter. Ehre, ey. Soll ich Hähnchenfilet machen in Rahmsoße und damit Käse überbacken mit Reis, Digga? Das ist die beste Idee, die jemals jemand in diesem Haus hatte. Mach das bitte. Dann machen die von alleine. Wenn ich helfen will, ich komme auf die Person zu. Das ist egal, wie viele Follower die hat, wie viele Klicks die haben. Wenn jemand das nicht macht, dann macht er das halt nicht. Jeder hat sein eigenes Business zu steuern. So Leute wie okay, ach, danke für den Twitch-Chance. Er hat zwar keine Geldprobleme, aber glaubt mir, der hat genug zu tun. Warte, wer? Glaubt mir, der hat genug zu tun, sein eigenes Business zu steuern. So Leute wie Red etc., so. Digga, der hat zwar keine Geldprobleme, aber glaubt mir, der hat genug zu tun. Jeder weiß, dass ich... Und genau, folgt mir, weil ich sehe gerade, dass mir auch ganz viele Leute folgen, nicht vergessen. ...das Zeug dazu habe, das alles zu schaffen und ich brauche... Arena Sky, danke für den Verschwänzer. Bro, bin noch etwas älter als du und habe einen Freund, aber du kannst mich auch knallen. Komm rum, Alter. Motiviert, da sage ich nicht nein. Motiviert. Denn im Gegensatz, wir machen 3 Jahre mit Gina und dann ist auch kein Fremdgehen, weißt du? So früher habe ich schon eine Grundreichweite. Früher hätte ich mir Sorgen machen müssen. So, ey, wird es überhaupt jemand interessieren, was ich hier rede? Aber das ist schon längst bewiesen. Ihr wisst, Digga, ich bin stolz auf diese Community und ich glaube, wir können das alles auch alleine schaffen. Ja, warum die mir nicht geholfen haben, nochmal in ganz Kurzform. Ich habe einfach nicht gefragt. Oh, so grau, und danke, dass du uns Sub verschenkt hast an Carlo. Dankeschön. Liegt's daran. Manchmal ist Fragen einfach der beste Weg, aber ich bin der Überzeugung, dass wir es auch alleine schaffen können und deswegen. Zu stolz. Ja, danke für den Twitch-Science, aber jetzt kommen hier alle wieder rein. Ja gut, also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ich persönlich bin halt einfach einer, wenn ich jetzt so richtige, also wenn ich jetzt so YouTube-Kollegen gehabt hätte, wie jetzt zum Beispiel in Altana oder so, und bei mir würde halt noch okay laufen, oder zumindest wäre mein Kanal nicht komplett down oder so, ich glaube, ich würde halt einfach zu ihm hingehen und einfach sagen, yo, Bro, komm, ich hol dich mal hoch, hast du Bock, 1-2 Videos zusammen zu machen. Timmy Abturn, danke für den Twitch-Science-Up. So, ich weiß, ich finde, das ist dann gehört einfach so dazu, weißt du, so aus Nettigkeit. Ich meine, einem selber schadet das ja auch nicht, jetzt mal ein Video mit dem zu machen, weißt du? Und ich meine, das Statement kommt eher so ein bisschen so rüber wie, ja, es ist eigentlich schon scheiße, aber das kann ich halt nicht sagen, weil sonst machen die erst recht nichts mit mir. So, ich weiß nicht, ich finde, wenn man früher so zusammen cool war und man sieht, dass dann einer am Boden liegt und es gab keinen Streit oder so, finde ich es halt nur cool, wenn man dann halt auch gemeinsam, also wenn man dann halt wenigstens anbietet, so dass man wieder Videos macht, ne? Danke, Carlo, für die 200 Bits. Eiskalt vergessen, das Outro zu filmen. Es ist übrigens 5.16 Uhr morgens, Leute. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht, weil ich einfach gerade beim... Ja, KS kann jetzt vielleicht nicht unbedingt helfen, ne? Aber so ein ApoRed oder so, ist der Kanal eigentlich wieder da? Können wir hier gucken. ApoRed Chips. ApoRed. Macht überhaupt noch Videos? Ja, vor einem Tag. Mein neues Auto, 120.000 Euro Range Rover von ApoRed. Jog Twitch, Dankeschön für den Twitch Prime Sub. So, würde ich auf jeden Fall sagen, wir beenden jetzt hier erstmal